Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im LS19 Alpin DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Oh, ist er doch hier. Ja, ich habe mir jetzt hier mal wieder den guten Düngestreuer dahinter geschnallt. Und fahre jetzt gleich mal zu unserem Feld Nummer 2 über, um das natürlich die zweite Düngestufe da drauf zu hauen, damit wir dann wieder ein bisschen vorspulen können, sodass es Unkraut drauf kommt. Es muss zwar nicht, aber es kommt normalerweise drauf. Wenn wir das dann nochmal wegstriegeln können und dann ja auf den nächsten Tag vorspulen können, die Silage, wenn möglich, hoffentlich verkaufen können und natürlich auch weitermachen mit Dreschen. Jetzt muss ich hoch, ich brauche nochmal meine Big Bags. Der Philipp hat jetzt meine Aufgabe am Händler übernommen, die Kalk-Big Bags zu verladen, ne? Ja. Dann hat jeder ein bisschen gerade ausgeführt. Mit geballter Nintra-Kraft hier. Ja. Am Arbeiten. Warte mal, wo stehen denn die? Ah, da vorne. Fast wir sind die guten Dinger. So, Erd. Passt. Wir gucken uns gleich mal an, wie es hier aussieht. 40%, das geht schnell voran. Flo? Ja. Ladungssicherheit ist das Wichtigste, gell? Normalerweise ja. Dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen über die Beine drüber schauen, oder? Nö, dann muss so. Also, ich hab sie festgegurtet. Ja, sie halten, ne? Aber mach, glaube ich, die Rundumleuchte an, wäre von Vorteilen. Hier ein. Aber ich packe jetzt deinen Blinden da. Ach ne, warte mal, den muss ich. Scheiße, ich muss ich den. Was ist? Ja, du musst schön, beide hochfahren. Der Unitrag steht mitten im Hof. Mitten vor der Einfahrt, Ding. Ob das gut geht. Ich weiß es nicht, du. So, ich fahre immer wieder rein. Soweit ich weiß, ist es normalerweise die erste drauf, wie es heißt. Ich kann den Gummischlüppen da drauf. Dann machen wir hier Arbeitslicht an. Okay, der hat drei. Zack. Geht's? Ah, schön. Geht's? Ich bin gerade am Hinfahren, warte. Normalerweise müsste es gehen. Ja, geht auch. Da habe ich nichts gesagt. Da oben sind noch Hose. Okay. Ja, finde ich. Ja, doch, das ist. Ich lauf dann mal schnell zum Händler, ne? Ja. Sprint hinunter. So, Düngerstufe müsste mal reisen. Ja, wieder auch drauf, wunderbar. Mal schneller. Njo. Bin ich jetzt. Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß ja nicht. Da sieht man ganz andere Seiten von der Erlenkrad. Also das ist halt schon schön, weil da drüben halt auch was sogar außerhalb der Karte ist, wo man normalerweise nicht hin kann, ist halt sogar beleuchtet. Das ist halt schon schön gemacht, ne? Muss man mal sagen. Es ist halt einfach geil alles hier. Ja. Du. Hast du unsere Lindner geschrottet? Ja, so ist es drin. Nicht den Lindner. Sondern. Ah, hier ist okay. Unitrag, ich brauch mal. Sprech mal mir bitte ein Aktimel rüber. Kann ich gleich machen, warte. Ich muss hier nur kurz. So. Tempomat drin. Ich hab. Ja, also. Musst du mal. Also, ich habe rausgefunden. Ist an. Wenn man Kalk hinten drauf hat, dann sollte man nicht allzu schnell in die Kurve fahren. Dann sollte man nicht mit 30 durch den Kreisverkehr durch. Das ist unmöglich. Oh, das passt. Oh, ich hab ein bisschen was. Ist Flo. Hast du was verloren? Oh. Muss ich kommen?
Eieieiei, der Schaukelspiechen. Ich hab mich ja was irgendwie in den Lindner übergeladen. Gut. Ja, das ist einfach so hinter der Fahrt passiert. Das musst du mir jetzt mal erklären. Du. Das kann ich mir selber nicht erklären. Ja. Also der Zug ist natürlich auch die ganze Zeit unterwegs. Der fährt. Ich muss weiter rüber. Ja, das passt. Ja, doch, da steht ein bisschen mehr da, war das jetzt. Ist es nicht relevant, sagen wir so. Wann jetzt passiert? Warte, ich kann das eigentlich wieder aufhören. Flo. Ja. Ich sag jetzt mal so. Der Kalk von dem Big Bag ist jetzt leer. Also ich habe kein Big Bag mehr an der Gabel. So, ich habe jetzt alles. War nicht. Oh. Ja. Ja. Ja, gut. Mach mal nochmal den starken Power an, das. Weil jetzt ist. Warte. Also ich bin jetzt. Ah gut, ich gehe hier mal wieder weg, ne? Ja, tschüss. So. Ich tue hier weiter, ich hab dann. Ich war. Ja. Warte. Was? Lass ich da stehen, ich guck's nicht. Das sieht gut aus. Ich fahr auch so längs. Dann müsste ich sogar nur passen. Wo steht den Kalk eigentlich reingestellt? Ganz vorne. Also bei unserem Wohnhaus vorne. Ein Wohnhaus? Ja. Ne, da trage ich jetzt nicht vor. Beim Wohnhaus vorne halt in die Halle. Motivschutzhebel abladen? Probier's aus, ich glaube schon. Aber ganz sicher bin ich mir das auch nicht. Ich will jetzt rein Vermutung sagen, ja. Du, ich habe ja kein Abladersymbol. Warte, ich guck nach. Ne, warte mal. Angenehme Fahrzeuge, ja. Da. Ne, geht nicht rein. Und jetzt? Ich habe ja Kalk hinten drin. Ah, gut. Oh. Was machen wir jetzt? Da würde ich sagen. Gibt's irgendwo in der Ecke. Ja, was soll man besser machen, Alter? Eine bessere Idee haben wir jetzt auch nicht. So, Feld ist jetzt heute mal gekalkt. Gekalkt, genau, gedüngt. Ich kipp's in unsere Ding rein, okay? Hm. Werkstatt. Oder an unsere Werkstatt. Ja. Mach das. Aber also, du musst jetzt auch abwehren. Okay. Ja, abladen. So, annehmen zu sehen, kann ich? Ja. Ne, ich kann keine Fahrt schalten. Ich habe es in der Wurst abgeladen. Wer weiß. Die Frage ist dann, willst du unser Feld striegeln oder soll ich? Die Frage war schon das. Ach so. Beziehungsweise die andere Frage. Mir ist es egal. Die andere Frage ist.
Es kommt, wie es kommt. Einer von uns hat da nichts zu tun. Soweit ich weiß. Ihr habt ja kein Problem damit, ne? Nichts zu tun. Ja. Das weiß ich. Das glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. Dann warte mal. Ich weiß nicht, ob es gut wird. Wieso? Also, ich bin erlaubt. Eine Tonne hinten dran ist ja nix. Nee. Gib da auch auf und ich kann da rein, ja, ne? Warte mal. Ich weiß nicht, ob es gut geht. Ich hoffe es einfach mal. Bleib mal da stehen. Ich fess das Kalk hier rein. Okay. Haben wir das gestapelt? Ich stapel's. Ja, doch, man müsste eigentlich schon stapeln können, weil diese Bestrebungen hier, aber mit dem. Ich hab's gestapelt. Wunderbar. So, warte mal. Nee. Ich will den Kalk hier raus, den Kalk, genau. Den Dünger hier raus, dann kann ich das irgendwie machen. Oder sagt er mir immer noch? Kein Platz. Nee, das ist ein ganz anderes Tor, was ich hier aufgemacht habe. Kein Platz. Warum bin ich schon weiter drüber vielleicht? Mach mal Zett. Okay, geht nicht. Lass mich raus. So. Hab's dir hingesetzt. Alles waren sogar zwei. So, warte mal. Dann können wir den Kollegen jetzt hier zurückgeben, weil den brauchen wir schlichtweg nicht mehr. Jetzt wirklich nicht mehr. Hast du uns das Geld wiedergegeben? Nee, habe ich noch nicht. Wie war denn das? Warte, ich guck nochmal nach. Dümmersteuer. Sie mietet 1020. Dann geben wir uns das mal schnell wieder. Das seht ihr jetzt auch alle. 1020. Haben wir das Geld bekommen? Nee, wir haben minus 3030. Ja, bekommen. Aber. Eine. Spiel verwirrt, warte mal. Verminus bekommen, Flo. Ja, aber das kann nicht sein. Aber es ist nicht sein, wir haben Minus bekommen. Hä? Warte. Das. Warte, ich guck das jetzt nach. Ich kann ja sehr easy schnell nachgucken. Und zwar. Die Nachricht war grün, was wir bekommen haben. Orange meine ich. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber normalerweise. Mal, hört man das? Geht bei dem. Moment einmal. Machen wir mal kleiner. Jetzt ziehen wir das darüber. Hört man dann eine Aufnahme? Ja. Ja, das hört man, okay. Ich kann ja mal auch einfach so machen. Wir hatten 35.732 am Ende. Und wir haben jetzt 36.000. Wir haben Plus gemacht. Also, das hat schon geklappt, aber anscheinend war die Anzeige halt irgendwie. Nicht so wie sie sollte, ne? Warte. Ja. Ja. Also ich mach mal Power an. Junge, ich hab den gerade vorhin erst ausgemacht. Wieso ist es dieses Licht? Also komisch. Wieso ist es blau? Es ist ein leicht blau Touch, würde ich mal sagen, ne? Warte, wie sieht unser Feld aus? Ich war mein stark Bauern, Alter. Oh mein, warte mal. Für was brauchst du den jetzt schon wieder? Ich hab den Kunststücke so blöd hingestellt, dass ich mit der Gabel nicht mehr reinkomme. Oh. So. Komm, jetzt ist doch, das ist zum Stapeln da. So, warte. Garage. Nee, warte mal. Striegel. Ja. Helfen, ne? Hm? So, jetzt kann ich schon aufmachen, jetzt brauche ich ihn aber. Okay. Was hast du vorhin gemeint gehabt? Kaufen, gell? Nein. Dann haben wir noch 1000 Euro. Kauf doch den kleinen, der reicht doch leicht. Der kostet auch 18. Wir mieten immer den mittleren. Ach. Oh Mann, kaufen Flo. Lohnt sich nicht. Nur die ehrlich sagen, kaufen lohnt sich nicht. Dann ist es aber das gleiche wie mit dem Kalk- und Düngestreuer. Wieso? Ja, warte mal. Ach, warte mal, ich muss das Gewicht noch abhängen. Ich brauche noch mal was Trelleborg, oder? Kann man das irgendwo. Eieieiei. Trelleborg.
Ja gut. Ich glaube. Du glaubst was? Wir haben keine Pflegebedarfung. Auch nicht im Steuer. Ja, jetzt? Gut. Warte, ich muss nachdenken. Ist, ja. Gut. Also, wenn wir den Fiat kaufen. Fiat? Ja, den mieten, meine ich, mieten. Den Fiat in der Pflegebereifung mieten kostet 3600. Warte, ich guck mir gerade was an. Der hat 150 PS. Der hat 150 PS? Ich glaube, wir mieten uns einen 800er MP-Trag, der kostet 1530. Ja, für, oh Gott, der Arme, Alter, ist, ja. Ach, mei, ich sag doch nicht. Warte mal, bevor du den mietest. Wie viel kostet der eine? Wer? Weil hier gibt's noch einen 800er. Ja. Hier gibt's noch einen 800er. Was, den Betrag? Ja. Den haben wir mir doch angeschaut. Achso, den hast du gemietet, oder was? Nee, den haben wir noch nicht gemietet, aber die, mit dem habe ich vorhin geredet gehabt. Du hast 1000, ein Hund, du hast irgendwann mit 1000 gesagt. Ja, der kostet nur 1581 und keine 3000 in der Miete. Das habe ich damit gemeint. Okay. Also, ja, okay, dann kostet er genau viel. Ja, so. Ich miete ihn jetzt aber mal so. Zack. Ist gemietet. Ja, passt. Gut, das heißt, den stellen wir in die Halle. Wir brauchen den aber nicht. Ja, er kann. Gut, okay. Könnte aber auch, also. Ja, so, ich sage es ungern, ne, aber. Der hat 135 PS, wir könnten den einen Abby verkaufen. Ich habe nichts gegen, können wir gerne. Es ist schon der zweite, das ist das zweite Mal schon, wenn wir drüber reden, den zu verkaufen. Es ist dein Traktor, also ist auch deine Entscheidung. Also ich sage es jetzt mal so, ne? Ich drück's so aus. Er ist sauwendig, ja. Schon. Aber für so kleine Arbeit haben wir den Büro oder den Ding, den Steier. Büro oder den Steier. Also sollen wir uns dann den 800er oder einen B3 kaufen? Will ich schon sagen. Gut, dann gebe ich dir. Oh Mann. Wir sind also komplett verpeilt und liegen uns erscheinen. Oh nein. Da war ich hab gesagt, war denn noch mit dem Kauf? Mit dem Video. Ich komme hier schon durcheinander, ey. Ja, die Frage ist, sollen wir den 800 oder 900 kaufen oder sollen wir uns gleich einen 1100er uns kaufen? So, ich würde einen 900er kaufen mit 100, den 135 PS Ding halt, weil... Ja, den größeren. Okay, dann konfiguriere ich den mal auf 135, Frontlader am Bau. Braucht, weil dann haben wir mehr Geld und haben mehr Leistung. Ja. Weil ich sehe da kein Problem. Das eine Problem ist, wir müssen den hergeben. GPS. Ja, GPS. Flo, es wird ein trauriger Moment. Für 75.000 Euro verkaufe ich ihn. Alter, der war halt. Den Abby TT 281 Plus. Weg ist er. Oh nein. Ja, komm, knuddeln. Also, ich bin von Hydraulik. So, warte. Zack, Reifenvariante. Ich gebe den gleich mal Pflege, weil wir brauchen Pflege. Ist das auch Pflege? Ja, ne? Ich mach das so.
Ja, es passt. Dann kaufen wir uns den. Nein, ja, hinterher traurig. Der arme Bubi. Ich hab den halt in Zwillingspflegebetreibung gekauft, ne? Wahrscheinlich, aber der braun wird. Aber MB3 900 Turbo ist gut. Ey, ey, du bist mir über den Fuß gefahren. Warte, man kann schon in den einsteigen? Nee, ne? Kein Symbol. Okay. Aber einen geilen Sound. Ja, einen anderen als die anderen auf jeden Fall. Das muss man sagen. So. Aber ich muss sagen, ich habe extra die Zwillingspflegebereifen genommen, weil wir sind ja hier im Bergbau tätig. Und da haben wir auch ein bisschen. Moment mal. Mit dem wir ist immer guck gerade drauf. Ja. Ja. Ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich kein Stück mitnehmen. Ich habe schon geguckt, dass der Hund gerade drauf ist. Perfekt, gerade dazu komme ich durch. Aber wir müssen uns halt jetzt echt bin beeilen, so, ne? So, bin so. Oh, ich muss bremsen. Oder ohne Bremse. Flo, du musst dich halt jetzt echt beeilen, ne? In welchem Wachstumszustand ist es? Oh, der Blick ist immer stark. Oh, das ist schön gemacht. Das ist schön. Muss man sagen. Das ist, glaube ich, der von Modhubs. Also, gerade sieht man nur ganz schwach. Ich hoffe, das geht noch. Ja, beeil dich aber, ne? Ich fahre mit 43. Ich druck alles raus, was aus dem MP3 rausgibt, du. Ich hab das Gaspedal festgespackst. Schau mal beim Auto vorbei. Das passt. Auto? Achso, ja, wir haben ja eins. Aber fahr nicht in den Acker rein. Von dieser Kapitel. Nein, ich fahr über die Wiese. Sind die eigentlich schon wieder reif oder wie weit sind die eigentlich? Ich weiß es nicht. So. Oh Gott, da hinten ist einer. Da hinten ist ein wilder Rowdy. Doch, die bleiben kein gut. Warte, schau mal zu den Wiesen. Hast Bock auf Baumwolle? Lass das Feld, den muss kaufen. Okay. Also, das kostet doch locker 300 oder 200k oder? Ha. Das Gute ist, ich habe mit Betrag GPS mitgekauft. Erntereif. Hm? Ich hol da mal das Mehl weg, ne? Das ist echt erntereif? Ich bin vielleicht auch ein bisschen schneller unterwegs. Das ist doch noch nicht erntereif. Das ist doch, da kommt doch noch erst eine. Wenn du dir zum Vergleich mit dem anderen Gras anguckst. Da steht erntereif dran. Ja, aber das ist nicht voll erntereif. Sondern nur so halb. Okay. Ja, auf alle Fälle, warte mal. Fahr zu, ich muss schauen. Kann ich mal sehen. Entglübt, glaube ich. Also ich fahre nichts platt, die Zwillingspflegebereifung macht nichts aus, auf jeden Fall die hinten. Es funktioniert noch. Echt? Ja, geil. Jetzt muss ich mir nur schicken, warte mal, welche Wachstumsstufe ist das? Ja, das geht noch, das ist noch nicht die letzte, alles gut. War nicht daheim am Hof und Gammel. Oh Mann, du. Ach ja. Weil der Rad ist nicht viel Leute, auch schade. Aber immer das einmal Grundbrett. Habt ihr? Er wird 80 auf dem Feldweg. Ja, warte mal. Der hat. Wir haben 0 Uhr 9 raus sind. Ja. Aber man muss sagen, für 0, es ist im Gegensatz, wenn man sie jetzt mal vergleicht, gerade und hier, ist sie eigentlich richtig hell. Ja. Also fast zu hell.
Aber ja, das geht voran. Ja, das geht voran. Ich spiele noch ein bisschen rum. Ja, ich werde hier mal noch ein bisschen am Betrag rumspielen, aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute, mit der Folge. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf draufwerben, Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst, und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad Impeles L19 Alpine DC, wenn auch der schöne neue 900 MB weiter im Einsatz ist. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen wöchentlichen Tag und bis demnächst. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Au. Rolling the dice, praying.